Ja, guten Tag, Freunde. Und es ist wieder soweit. Ihr dürft euch freuen. Es gibt eine neue Runde Clash of Clans mit dem Fred. Okay. Genug abgespackt. Wisst ihr Bescheid? Mir wurde auch gesagt, das heißt natürlich Hashtag abspacken und nicht Raute abspacken. Ich bin zu alt. Für mich ist das immer noch eine Raute. Und ja, wenn man sich mein Lager mal so anguckt, dann wird man sofort auf den ersten Blick erkennen, was es denn so Neues gibt. Da sind so ein paar, ich nenne sie mal, unauffällige, schmächtige Gesellen am Werk hier. Die Riesen Level 6 sind endlich fertig geworden. Ich konnte sie endlich aus der Entwicklung entlassen, aus dem Labor. Soll uns aber nicht davon abhalten, jetzt für den nächsten Angriff schon mal sofort was nachzuproduzieren. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum ich so viele Riesen produziert habe, ich habe einfach mal gedacht, komm, zur Feier des Tages machen wir einfach mal einen Riesen-Only-Angriff. Deswegen habe ich da so viele produziert. Normalerweise weiß ich ja, sollte man das ja nicht unbedingt machen, so viele davon zu produzieren. Das ist natürlich nicht ganz so sinnig, weil sie ja nur die Defensivgebäude angreifen. Aber ich dachte mir so, komm, zu Feier des Tages, und wir haben die Helden ja auch noch. Allerdings, ja, ich weiß nicht, wie lange geht der Clankrieg denn los? Ah, eine Stunde, okay. Eine Stunde 56, das ist noch machbar. Würde ich sagen, wir testen jetzt einfach mal unsere Riesen. Und ja, ich kann auch mal sofort noch sagen, was ich noch plane, demnächst noch auszubauen. Also, ihr seht es ja wahrscheinlich. Ich habe eine Clanburg im Upgrade. Und da haben einige gesagt, wieso hast du denn nicht einen X-Bogen gemacht? Ja, hatte ich auch erst überlegt, den X-Bogen zu machen. Dann habe ich mir aber überlegt, in Zeiten der Clankriege, wo man natürlich hier auch noch das Ding als Lager benutzen kann, dachte ich mir so, komm, machst du mal eben jetzt das Ding. Denn wir haben jetzt hier 84.000 drin. Und wenn wir den Clankrieg gewinnen, was, naja, gut, so wahrscheinlich ist das jetzt ja nicht, aber okay, sagen wir mal, wir würden ihn gewinnen, würde ich nochmal irgendwie, sagen wir mal, 450.000 dabei bekommen, hätte ich nochmal ein schönes Lager in der Mitte, und ihr seht es, das Lager ist wirklich relativ mittig und sehr schwer einnehmbar, und das, finde ich, ist schon ein Riesenvorteil. Zum anderen ist dieser Clan sehr relativ spendenfreundlich, das heißt, fünf Truppen mehr und dann noch die fünf Truppen hier aus dem Lager in einem Tag 10 Stunden, das macht dann schon vielleicht einen Unterschied aus. Ja, und deswegen, Leute, habe ich mir gedacht, komm, machst du erst die Clanburg, dann hast du es hinter dir. Kannst in der Zeit ja auch noch hier anfordern, das haben sie auch mal geändert. Sammeln könnte ich jetzt auch, mache jetzt aber noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, als nächstes auf jeden Fall hier Labor, da wird auf jeden Fall als nächstes mal der Barbar abgegradet. Und, boah, der macht aber kaum Schaden mehr, oder? Ein paar mehr Trefferpunkte hat er noch. Und natürlich die Bogenschützenkönigin, die soll als nächstes upgegradet werden. Da fehlt mir nicht mehr ganz so viel, muss allerdings noch einen Tag warten, bis die Luftabwehr fertig ist. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen reingehen ins Spiel. Oh, ich weiß gar nicht, auf was ich jetzt hier großartig, auf was ich jetzt hier aus, nach was ich Ausschau halten muss. Am besten ein bisschen dunkles, oder? Am besten ich muss eigentlich einen richtig leichten Gegner finden, den ich mal eben so schnell wegklatschen kann, weil ich muss ja schon wirklich alle Defensivgebäude mal eben platt machen. Ja, so, sagen wir mal, ab 150 dunklem oder so. Ja, der wäre vielleicht sogar machbar. Zumal das Elixier ja da draußen steht. Ja, komm, wir probieren es mal. Ich habe nämlich eine Idee, wie ich das jetzt am besten mache. Jetzt wird da wahrscheinlich ein Tesla kommen, genau. Wir versuchen es einfach mal mit meiner Taktik, die ich mir jetzt hier zurechtgelegt habe. Eins, zwei, drei. So, und den Rest lassen wir mal von hier angreifen. Eins, und hoffentlich macht er den anderen auch noch platt. Und jetzt lassen wir die mal hier nochmal nachgehen. Ich habe mal nur die Halsabwehr, weil ich gestern meine Fabrik gepusht habe. Das war auch gar nicht mal so schlecht. Also gar nicht mal so dumm von mir. Jetzt wollen wir einfach mal gucken, was hier passiert. Und mit der Bogenschützenkönigin, die lasse ich jetzt schon mal von hier ein bisschen angreifen, also hier schon mal ein bisschen platt machen. So, und ihn auch. Die müssen aber wirklich schon alle Defensivanlagen schon ganz gut kaputt machen, sonst könnte es knapp werden. Los! Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar mehr rein in den Radar. Nein, die gehen weg! Die gehen weg, ihr seid. Oh, Leute, geht da nicht heraus. Okay, die gehen noch rein. Schaffen wir aber eh. Das sehe ich jetzt schon. Guck mal, wie viele Riesen ich noch übrig habe. Oh Leute, ich krieg sogar 100.000. Habe ich ja sogar die Riesenkosten bezahlt. Das ist ja mal so, das ist ja mal gut. Ich meine, wir werden keine 100% schaffen, aber immerhin. Ich hätte auch einfach natürlich nur die Minen und so außen weg machen können. Die sind ja alle voll. Aber mit welchen Truppen denn, ne? Das ist auch wieder eine Frage. Ich habe ja keine. Ich habe ja nur die Riesen. Jetzt noch ein Gebäude ist noch übrig. Ein Gebäude noch, komm. Das machen wir jetzt auch noch eben kaputt. Beziehungsweise nur die Kanone natürlich, meine ich. Wenn ich Gebäude sage, meine ich natürlich die Kanone.
Ja, die sind alle kaputt. Die Riesen kümmern sich jetzt noch um den Rest. Ja, der eine steht neben einem Rathaus, könnte das Rathaus eigentlich zerstören. Was macht er? Er klopft auf die Wand. Das ist natürlich auch immer sehr intelligent, muss ich sagen. Aber die Riesen, die haben schon ihre Aufgabe erfüllt. Wobei ich natürlich viel zu viele eingesetzt habe. Aber gut, ich hatte sie ja nun mal alle. Soll uns auch egal sein, eigentlich. Soll uns egal sein. Wir haben jetzt immerhin 100.000. Davon habe ich die Kosten zumindest für die Riesen schon mal gedeckt. Die Zauber, naja. Die hatte ich. Ach, scheiße, die hatte ich ja eigentlich für den Clan nur gebaut, ne? Na, egal. Clan nur ist ja sowieso erst später. Und dann kann ich bis dahin noch den Riesen, der auch eigentlich im Grunde fast nichts abbekommen hat, der kann sich dann erholen. Die Zauber kann ich noch machen. Und ja, 31 Pokale haben wir bekommen. Muss ich auch wirklich mal wieder aufpassen, dass ich mal ein paar mehr Pokale hole. Da habe ich ein bisschen geschludert zuletzt. Damit ich unbedingt in Gold 2 bleibe. Fürs Farmen natürlich, ne? So, 100, auch oh, noch 120 sogar, 120.000. Ja, hat doch ganz gut geklappt eigentlich, mein Riesen-Only. Aber ich bin ganz zufrieden, muss ich sagen. Ist ja mal was anderes, ne? Ich hatte, glaube ich, mal einen Riesen-Only-Angriff gemacht mit Riesen Level 5, aber jetzt mit Riesen 6 natürlich noch was anderes. Und ich bin auch echt mal gespannt, wie sich dann so die Kombination gestaltet. Riesen, Bogenschützen und Kobolde also die Lazy Farming-Taktik. Ob das was bringt oder nicht, das werden wir dann sehen, aber Riesen, die gehen schon echt ab. So, drei Stück davon. Oh, dann fehlen mir fehlt immer noch so viel. Mir fehlen noch nicht ganz 2 Millionen für den Bard, aber das schaffen wir. Den will ich auf jeden Fall erst noch haben. Dann sind wir ganz gut aufgestellt und vor allem der Preis für die Bogenschützen, das ist ja wohl echt pervers. Ich habe nicht mal so ein großes Lager. 7,5 Millionen und das für 2 Schaden mehr und für 4 Trefferpunkte mehr. Ich weiß nicht, nur weil die so beliebt sind, hat sich dann wahrscheinlich Supercell gesagt, komm, wir hauen da jetzt mal ordentlich auf die Kacke und machen den jetzt mal so ultra teuer. So, zum Abschluss der Folge möchte ich auf jeden Fall nochmal eben gucken, wen wir da überhaupt angreifen im Clankrieg. Werdet ihr später sehen, wahrscheinlich in der 15, der 17 Uhr Aufnahme. Ich fange mal hier ein bisschen weiter unten an, im Bereich der Rathaus Level 8. Und gucken, dass wir unsere Schweine dann später mal drauf losschicken. Hat ja auch gar nicht mal so eine schlechte Base eigentlich, ne? Muss man sagen. Die ist von den Mauern her nicht ganz so gut, aber ist auch schon gar nicht mal so schlecht. Ah, so polnische Trap Base nenne ich es jetzt mal. Na, die will ich natürlich nicht angreifen. Die Bases kriegen wir eigentlich kaputt. Warte mal, wie weit geht das? Da ist wieder ein bisschen das Problem mit dem Rauslocken der Clan-Truppen, aber. Sollten wir eigentlich auch hinkriegen, aber die Gegner sind eigentlich echt nicht schlecht. Also ich weiß nicht, wer da gesagt hat, oh, der Gegner ist voll schlecht und so, aber ich finde den Gegner eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Wer da gesagt hat, der wäre schlecht. Die Mauern sind mir im Grunde egal. Den müsste ich eigentlich auch kriegen, ey. Das ist ganz ehrlich, den müsste ich auch kaputt machen. Wo ist denn? Da ist der Riese. Das wäre das Problem mit der Clan-Truppen, aber das müsste ich eigentlich. Ich müsste eigentlich 4 bis 6 Sterne schaffen, wenn es normal läuft. Wenn es normal läuft. Ah, okay, das werden wir dann sehen. Was habe ich denn hier noch? Kann ich eigentlich was fordern? Nein, ich will nicht abbrechen. Oh. Bloß nicht verklicken hier. Irgendwas. So. Irgendwas. Und ich denke mal, dann sind wir. Hab ich überhaupt was in der Clanburg drin geschaltet? Ah, noch Bogenschützen. Wunderbar. Sogar Level 6. Einwandfrei. Und noch ein Drachen Level 3. Auch wunderbar. Dann würde ich sagen, Leute, danke, danke, danke für euch. Tschüss. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch die Riesen gefallen haben, kann ich euch wirklich nur empfehlen, die auf Level 6 zu machen. Das lohnt sich definitiv. Bald kommt natürlich wieder mehr Besuche und um 17 Uhr kommt natürlich mein Clangriff. Mein Clangriff. Ja, genau. Ne, mein Clankriegsangriff. So. Boah, Morgenstund hat bei mir wirklich kein Gold im Mund, muss man wirklich mal sagen. Es ist gerade 10 Uhr und ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe irgendwie, weiß auch nicht. Aber nun gut. Dann würde ich sagen, Leute, macht es gut. Bleibt auf jeden Fall auch bei Matthias dran. Bei Boom Beach, 16 Uhr, wisst ihr Bescheid. Was der Gute da wieder fabriziert, wird bestimmt wieder lustig, wenn er wieder irgendwelche Leuchtfeuer in die Karpaten setzt oder das Kanonenboot wieder irgendwie falsch positioniert mit der Kanone und so weiter und so fort. Naja, macht's gut, Leute, Daumen nach oben, abonnieren. Tschüssi!